Moin ihr Lieben, wenn ihr das hier gucken wollt, ich halte es kurz. So alte Leute wie wir, ne? Also mein Weibchen und ich, ne? Wir haben ja so einen festen Tagesablauf. Ne? Und der besteht meistens darin, dass wir mittags, also nachmittags, um 14.15 Uhr eine Kochsendung gucken. Küchenschlacht heißt die. Haben wir auch heute gemacht. Und man muss wissen, diese Sendung ist, läuft über ein ganzes Jahr. Und jetzt zum Jahresende treffen sich da im Jahresfinale die besten Köche und Köchinnen und tragen da einen Wettbewerb aus über eine Woche. Die fangen an mit 6 Leuten am Montag und das reduziert sich dann am Freitag auf 2 und da kristallisiert sich dann ein Jahressieger heraus. Der gewinnt 25.000 Euro. So, und darf sich dann Hobbykoch oder Köchinnen des Jahres nennen. So weit, so gut. Ja, also wir gucken das gerne. So, sagen wir mal so. Darüber kann man jetzt denken, wie man will. Das ist mir auch völlig egal, was ihr darüber denkt. So, heute ist Donnerstag, also der vorletzte Tag, also Halbfinale quasi in dieser Sendung. So, also wir gucken. Die kochen und kochen und machen und tun. Und dann kommt am Ende ein super Sternekoch und bewertet dann die Gerichte. Ja, so. Und 10 Minuten vor Schluss, also als es richtig spannend wurde, wer jetzt morgen ins Finale kommt, ja, Schnitt, unterbricht der Reichssicherheitshauptsender das Programm, das laufende Programm. Ja, so, weil nämlich aus dem Reichssicherheitsgesundheitshauptamt in Berlin eine Pressekonferenz läuft oder lief. Ja, da waren dann die üblichen Verdächtigen wieder aktiv. Ja? Ich darf jetzt nicht sagen, was ich sagen wollte oder eigentlich wollen würde. Ja, also Gesichter, die man nicht mehr sehen will und nicht sehen kann. Ne? Ich zumindest nicht. So. Jetzt hatten wir aber immer noch die Hoffnung. Also gut, die sammeln da jetzt mal 10 Minuten und dann ist wieder gut. Ne? Dann geht das weiter. Dann wissen wir wenigstens, wer morgen im Finale ist. Nö, weit gefehlt. Es kam noch eine Expertin, es kam noch die Minister. Sorry, der Akku hat mich verlassen. Ich musste mal eben wechseln. Dann kam also noch eine Expertin. Ja, hat da auch noch ihren Senf zugegeben. Und Leute, ich kann diese Kackfressen nicht mehr sehen. Ja, auf Deutsch gesagt. So. Und dann Schnitt war wieder heute extra zu Ende und es kam Bares für Rares. Also keiner hat gesehen, wer jetzt da ins Finale kommt. Ja? Da sieht man doch mal wieder, ja, wie man hier hinter die Fichte geführt wird, hinter die mich keiner führen kann. Aber hinter die Geschichte geführt wird, wenn man mal auch nur so was Unbedarftes wie eine Kochsendung guckt. Ja? Ich verzweifle hier langsam. Das ist doch alles nicht mehr wahr. Ist doch alles nicht mehr real hier. Das ist doch. Ja, das ist in dunkelste Zeiten zurückversetzt, fühlt man sich hier. Wenn man. Man ist ja durch Schule und so weiter vorbelastet
in diese Richtung. Ja? Man weiß also, was Totalitarismus, jetzt muss man wieder vorsichtig sein, ja? Was Faschismus ist, ja? Wie der sich äußert, wie der agiert, das weiß man doch. Ja? Und verdammt nochmal, ihr habt uns das nicht umsonst beigebracht. Ich weiß, wie das funktioniert. Ja? Und genau so, wie es jetzt funktioniert, so funktioniert es. Genau so. Ja? Es ist kaum noch ein Unterschied. Das hat alles mal so angefangen, damals, da, zurück irgendwo rechts. Ne? Genau so hat es angefangen. Und genau dahin laufen wir wieder. Mit Leuten an der Spitze, die sich für was Besonderes halten, die sich für was ganz Besonderes halten, ja, und die nichts im Kopf haben, die wirklich nichts im Kopf haben, was für uns gut ist. Ja. Das, was wir mal für einen hohen Wert gehalten haben, für einen höchsten Wert gehalten haben, unser Grundgesetz, wird jetzt oder ist im Begriff, durch einen höheren Wert, ersetzt zu werden. Ja? Dieser höhere Wert definiert sich aus dem Gesundheitsschutz. Und das ist ein ganz sensibles Ding. Das kannst du deuten dahin, wo du es haben willst. Du kannst damit herrschen. Du kannst damit herrschen über alles, über alle Lebensbereiche. So. Und das sage ich jetzt ganz unbedarft. Ich gucke das nochmal. Ich gucke auch keine alternativen Kanäle mehr. Also wir haben dann heute, weil wir immer noch dachten, die Kochsendung geht weiter, haben wir den Ton einfach ausgestellt. Ne? Also damit man sehen konnte, wenn es vielleicht weitergeht. Aber es ging nicht weiter. Ja? Das heißt, ich weiß nicht, was die da heute beschlossen haben. Ich gucke mir das auch nicht an. Ich gucke mir das auch nicht auf Alternativen an. Ich will das nicht wissen. Die sollen sich melden hier, wenn sie mich abholen kommen. Ja? Zu Deutsch, ich fühle mich hier mittlerweile wie damals einer mit dem Stern. Schönen Abend noch.